Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht hören wir einigen Sätzen der Vertiefung und der Beobachtung zu, die Adrienne von Speyer zu unserem Evangelium gemacht hat. Der Geist wird Tröster sein. Der Geist wird Tröster sein nur als der Geist der Wahrheit. Damit schließt der Herr für immer aus, dass für Christen ein Trost außerhalb der Wahrheit möglich wäre. Die Wahrheit erhält durch den Herrn einen absoluten Sinn. Sie ist nie und in keiner Beziehung zu umgehen oder seitwärts liegen zu lassen. In diesem absoluten Sinn der Wahrheit können alle christlichen Eigenschaften ihre Heimat und Verwurzelung haben, nie aber können sie außerhalb der Wahrheit zu stehen kommen. Der Glaube eines jeden einzelnen Menschen ist persönlich geartet und der Herr belässt ihm diese besondere Färbung. Er lässt auch jedem die Freiheit zu lieben, wie er will und wie er kann, oder seinen Glauben durch dieses oder jenes bestärkt werden zu lassen. Aber alles gründet doch in der einen Wahrheit, die unerschütterlich ist. Das ist das Dogmatische am Katholizismus, die Unerschütterlichkeit des Kerns des Glaubens. Der Herr geht von der Subjektivität der persönlichen Tröstung über zur Objektivität der göttlichen Wahrheit, deren Kern das Dogma ist, das fest gegründete, an dem keine Subjektivität rütteln kann. Nur innerhalb dieser festen Form gibt es die Tröstung des lebendigen Lebens der Liebe.